das ist. Krass. Das wird immer teurer, kann das sein? Je mehr Kohle man hat, desto teurer wird das. Das wäre so mies. Zonki Zonk, wa? Oh, wenn die jetzt die Dings wegmacht, ne, Alter. Wow. Wie gut, dass ich Munition gekauft habe, würde ich jetzt mal behaupten. Alter, lass das. Nein, lass das. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Sie hat es gerettet. Hey, ich rutsche ab. Versuchen Sie nicht mehr zu folgen, Mr. DeWitt. Elizabeth, ich habe was arrangiert, damit wir das Luftschiff wiederkriegen. Sie können uns hier wegbringen. Ja, ich muss nur Waffen für einen ganzen Aufstand besorgen. Und wo sollen wir die herkriegen? Von einem Ihrer vielen Freunde und Verbündeten? Von einem Waffenschmied in Finken. Dürfte ein Kinderspiel sein. Was sagst du, Partner? Sie sind ein Lügner, Mr. DeWitt. Und ein Gauner. Aber ohne Sie komme ich niemals nach Paris. Masi Anna TV, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Hallöchen. Oh Gott, Gewöhnen Sie sich nicht so sehr an mich, Mr. DeWitt. Nein, um Gottes Willen. Sie sind ein Mittel zum Zweck. Die Klage, die ich von Arbeitern am häufigsten höre, ist die, dass sie mit ihrem Lohn unzufrieden sind. Was quält ihr euch, frage ich? Eine Kuh kann kein Löwe sein. Und warum solltet ihr das wollen? Wer will schon all die Verantwortung und Sorgen? Macht schön eure Arbeit, esst euer Essen und geht schlafen. Einfachheit ist Schönheit. Habe ich gar nicht mitbekommen, die Einladung. Habe ich nicht mitbekommen. Ich habe eh die Mitteilung mal aus, wenn ich streame. Also von so an ist nichts passiert. Alles gut. Alles gut. Achso, weil wir den jetzt ausgeraubt haben. Achso. Weil wir den jetzt ausgeraubt haben, den Automaten. Ach, deswegen drehen die durch. Achso, ach krass. Ja, ich schieße ihn mal alle, genau. Hier, bitte. Danke. Vielen Dank. Jetzt haben wir wenigstens... Ich bin ein wenig... Ich muss... Wow. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein wenig beruhigt, dass wir Elisabeth wieder gefunden haben. Es beruhigt mich ein wenig, dass wir sie wieder gefunden haben, ganz ehrlich, weil, ja, das macht es um einiges leichter, was Munition angeht. Ich hoffe, sie bleibt jetzt für immer bei uns. Für immer. Für immer. Ich wünsche, es wäre so. Mal schauen, wo geht's hier lang? So, Finkton Proper. Ich glaube einfach nicht, dass Fitzroy sich an unseren Abmachungen hält. Reich und... Was stand da? Reich und arm? Da wäre ihr Geh nach Finken und finde den Waffenschmied. Schickt sie eigentlich zu ihm? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Reich oder arm? Ein Schwindler bleibt ein Schwindler. Stand da im Übrigen. Ich habe es nochmal nachgelesen gerade. Der große Chen Lin, seit 1905 Waffenschmied, Maschinenbauer. Krass. Booker, ein Lockpick, her damit. Wo? Wo denn? Wo? Ich will hier nicht. Wie Lockpick? Sie hat hingezeigt. Was denn? Wo? Ah, guck mal, ein Voxophon. Ganz ehrlich, ich habe nicht viel Zeit für diesen ganzen Prophetenkram. Für mich ist der Glaube eine Handelsware und der alte Comstock produziert Unmengen davon. Aber wie jeder Geschäftsmann muss er sein Produkt gegen irdische Münze eintauschen. Nur mit einem Lied auf den Lippen baut man keinen Schuppen. Nein, dazu braucht man Finks Holz, einen Finkhammer und Finks Hände, die ihn schwingen. Er braucht mich, damit er sich die Seinen nicht schmutzig macht. Willkommen bei der Personalabteilung von Fink Industries. Wir stellen nicht ein. Ich muss mal... Alles klar?
Keine Chance. Wie kommen wir nach Finkton rein? Illegal. Suchen wir uns einen anderen Weg. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte mal kurz Hallo sagen. Ich wollte mal sagen, ich finde einen Weg, Finkton zu betreten. Hauptaufzug nach Finkton proper. Okay, wir müssen einen anderen Weg finden. Ich wollte nur mal kurz Hallo sagen. Und wie geil ich das Spiel einfach finde. Wie cool das einfach ist, wie die Geschichte erzählt wird. Und wie geil das auch ist mit diesen Emotionen zwischen Elisabeth und Booker. Ich finde das total geil. Ein Lockpick sollten wir mitnehmen. Wo? Habe ich ihn gerade aufgenommen? Ich weiß es gar nicht. Kann das sein, dass er in der Schublade war und sie ihn gefunden hat? Ah, guck mal hier. Können wir reingehen? Geknackt. Eine Sekunde. Ich finde es auch sehr geil, dass die Leute hier überhaupt nicht auffällt, dass wir mit Waffen hier rumrennen. Weißt du, alle so ganz normal Zivilisten wie wir mit Waffen, aber scheißegal. Gut, das wollte ich mal kurz erwähnt haben. Ich bin wieder weg. Bis dann. Ciao. Viel Spaß. So. Ja, komm an. So, jetzt nehmen wir aber Salze, haben wir ja gesagt. Ne, dann müssen wir ein bisschen mehr Salz haben. Hatten wir ja gesagt gehabt. So. Schrank durchsuchen. Der ist leer. Hier, gut aufheben. Einfach mal hinter die Theke rennen. Ja, genau. Das ist so. Hier. Danke. So, einfach hinter die Theke rennen fällt überhaupt nicht auf. So, was haben wir hier? Aha. Und hier kommen wir nicht rein. Okay. Silberigel. Was? Gedrückt halt um... Ach, Salvengeschütz. Ach so, okay. Ich bin eigentlich mit dem Karabiner echt gut zufrieden. Also mit dem Maschinengewehr. Ist eigentlich ganz cool. Gehen wir mal hier lang. Vielleicht kommen wir hier weiter. Ah ja. Kannst du dir das mal ansehen? Bitte. Da drüben. Ein Lastenaufzug. Aufzug. Der bringt uns nach Finkton. Service Elevator zu Finkton. Unterwegs das Leben. Ja, ich glaube... Oh Gott. Da sind auch Wachen. Das heißt, wir werden gleich Gesellschaft kriegen. Kommen wir... Ist das hier der... Ah, hier ist der Fahrstuhl, ne? Geil, wenn wir natürlich einfach hier rüberspringen, aber ich würde mich gerne noch hier ein bisschen umsehen, ob hier vielleicht was liegt. Drücke Kreis, um aufzustehen. Ich will aber nicht aufstehen. Lass mich doch spielen. Zeig dich! Das ist ein Befehl! Was ist schon ein Leben? Hier, bitte! Danke. Das war so klar. Alter, ich seh nix mehr. Hör auf damit. Such schneller, Elisabeth. Elisabeth! Oh. Sascha lässt sich von Frauen bezahlen. Was? Ja, stimmt. Aber nur in Spielen. So. Lass mich nur von Frauen bezahlen, die mit mir schlafen wollen. Das klingt so falsch, wenn ich das so sage. Oh, hier, Salze. Aber Salze sind voll. Wir haben einen Automat. Dem wir das Geld abnehmen. Wir haben hier ein Safe, wo ich nicht genau weiß, ob wir genug Lockpicks haben. Na doch, einen. Hast du das geknackt? Sieht einfach aus. Das heißt, wir kriegen hier den Tresor. Sehr schön. Wieder Kohle. Wir können hier den Automaten noch ein bisschen hacken und können hier noch mal ein bisschen oder verzaubern, dass wir noch mal Geld kriegen. 1800 haben wir jetzt schon auf dem Konto wieder. Das ist super. Und wir müssen ja immer noch in den Fahrstuhl. Hier waren wir, glaube ich, schon, ne? Hier ist noch ein Schrank. Zuckerwatte. Warum liegt denn bitte Zuckerwatte hier drin in so einem Schrank? Ich bin verwirrt. Waren wir hier schon? Washington wollte das Präsidentenamt nur annehmen, wenn man ihm nur einen Dollar pro Jahr bezahlte. Also, haltet Geld und Beruf stets aus einem...
miteinander. Ha, 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 ha. Ganz toll, die Gesellschaft hier, muss ich sagen. Schauen wir mal. Kann es sein, dass wir jetzt auf den Waschel warten und wir Gesellschaft kriegen? Da ist Slates Schrank. Er muss hier gearbeitet haben. Das Tagebuch meiner Mutter. Wieso hatte Slate es? Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Ich bin im Besitz des persönlichen Tagebuchs von Comstocks Frau. Es entlarvt diesen Unsinn von wegen Wunderkind als Lüge. Sie hat das Kind nicht geliebt. Es scheint, die geheiligte Lady hätte den Spross des Propheten lieber als Samenfleck auf dem Laken vertrocknen lassen. Boah, als Samenfleck auf dem Laken vertrocknen lassen, Alter. Du bist doch einfach nur ein Samenfleck, der auf dem Laken vertrocknet. Den Spruch ich muss ich mir merken. Euch. Mein Name ist Jeremiah Fink. Hallo. Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Nein. Oder eine Biene, die krank macht? Nein. Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Bitte was? Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge, wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Naja, schauen wir mal. Tja, der Mann hat ein Ego. Was biegen die mit... Was biegen die krank sind, fahren mit der Frontscheibe mit? Ja, das stimmt allerdings. Bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind. Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. So, da muss ich gerade mal niesen, entschuldigt bitte. Boah. Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Ach krass. Das ist aber nett. Mein Name ist nicht DeWitt, mein Name ist Bond. James Bond. Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Nein, ich habe Bioshock Infinite noch nicht durchgespielt. Denken Sie, dass das eine gute Entwicklung ist? Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Finde den Waffenschmied in Shenli. Aha, Fink MFG. Mit freundlichen Grüßen. Oh Gott, Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Laden Vorräte auffüllen? Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Willkommen auch im Stream der echte... Was, der echte Gronk MLG? Und unter Name. Hallo? Hallo und willkommen. So. Ice Forward.
krass. Oh Gott, ich komme raus. Hier ist der Booker. Shen Lin, Waffenschmied. Ah ja, okay. Ich muss dringend mit diesem sogenannten falschen Hirten sprechen, der so viel Ärger macht. Wir haben genug Probleme. Auch ohne, dass dieser verdammte Narr die Stadt zusammenschießt und die Schuld der Box in die Schuhe schiebt. Obwohl, wenn er uns entgegenkommt, ja, dann könnte er genau der Mann sein, den wir zur Lösung unserer unmittelbaren Probleme brauchen. Ach, das ist unterteilt jetzt in Level. Also hier kommen wir jetzt dann zum Waffenschmied. Ach krass. Das ist hier so eine Hub-Welt und dann sind jetzt die weiteren Level, die jetzt kommen. Okay, das ist ja krass. Okay, ich würde sagen, wir machen aber an der Stelle, machen wir jetzt für heute dann erstmal Schicht im Schacht. Ja, ich habe ja gesagt, ich meine nur zwei Stündchen. Und, würde sagen, für YouTube sehen wir uns in einer weiteren Folge wieder an der Stelle und spielen dann Bioshock Infinite und Ninis weiter. Und ich würde mich freuen, wenn du dann wieder einschaltest. Bis dann. Ciao.